an alle. Cool, dass so viele Leute da sind. Ja, ich bin eben die Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum. Ich glaube, ein paar, die da sind, kennen mich eh schon, auch unter anderem von Workshops oder Fortbildungen. Aber trotzdem, für alle, die mich nicht kennen, stelle ich mich kurz vor. Also ich arbeite im Frauengesundheitszentrum in der Fachstelle Mädchengesundheit zusammen mit zwei anderen Mitarbeiterinnen. Das heißt, ich bin für Mädchen oder für die Gesundheit von Mädchen und jungen Frauen zuständig und da vor allem für das Thema Sexualität. Also das ist das Thema meiner Expertise hauptsächlich. Zwar auch ein bisschen so Schönheitsideale, Essprobleme etc. und was sonst noch so in der Mädchengesundheit anfällt, aber Sexualität, das ist mein Hauptthema, weil ich bin eben Sexualpädagogin auch im Frauengesundheitszentrum und mache als solche eben Workshops in Schulen und Jugendzentren, jetzt leider gerade nicht. Jetzt sind wir selber gerade am Schauen, wie man vielleicht, wenn das noch länger dauert, auch mit Mädchen gut trotzdem kommunizieren kann. Genau. Und mein zweiter Aufgabenbereich ist dann ganz am anderen Ende des Altersspektrums, nämlich mit den Frauen 65 plus. Da geht es vor allem um Gesundheitskompetenz und solche Dinge wie wo finde ich gute Gesundheitsinformationen? Genau, aber da kann ich auch viel eigentlich für die Mädchen dann auch wieder mitnehmen. So ein bisschen. Ja. Zum Frauengesundheitszentrum vielleicht auch, werdet ihr eh die meisten von euch auch kennen. Vielleicht waren einige von euch auch schon mal bei uns, als es noch gegangen ist. Oder jetzt bald geht es ja auch wieder. Das Frauengesundheitszentrum ist ganz in der Nähe vom Jakobiniplatz, also direkt ums Eck dort, wo der Biber ist, eigentlich den Joanneumring runter. Genau, also ganz, ganz zentral, könnt ihr jederzeit, wenn die Corona-Auflagen wieder vorbei sind, auch mal vorbeikommen. Wir haben sehr schöne Räumlichkeiten und auch eine Bibliothek, eine Fachbibliothek, wo wir eigentlich immer darauf schauen, dass wir auch aktuelle Bücher zum Beispiel haben zum Thema Mädchengesundheit, die man sich auch ausleihen kann. Ich sage auch immer ganz kurz so unsere Hauptangebote dazu, weil es auch cool ist, die weiterzugeben an Jugendliche zum Beispiel, was sie bei uns bekommen können, aber was auch ihr zum Beispiel bei uns selber natürlich bekommen könnt, ist normalerweise, also bieten wir einen kostenlosen Schwangerschaftstest an, jederzeit in den Öffnungszeiten ohne Termin. Das ist jetzt gerade leider nicht, weil die Räumlichkeiten noch nicht geöffnet sind, vollends, aber normalerweise ist es so. Wir haben ganz viele kostenlose Beratungen. Das ist derzeit auch möglich, entweder online. Oder jetzt ist es auch schon wieder direkt im Büro möglich. Halt mit ziemlichen Hygieneauflagen. Kennt ihr wahrscheinlich eh. Deswegen kann man sich immer auch entscheiden, das einfach online zu machen oder per Telefon. Zum Beispiel solche Sachen wie Beratungen zur Verhütung oder zu Menstruationsbeschwerden oder irgendwelchen gesundheitlichen Themen, Befunden von der Ärztin, vom Arzt, wo man sich vielleicht nicht so gut auskennt jetzt und oder nicht weiß, wie man sich entscheiden soll für oder gegen eine Behandlung. Mit sowas kann man immer zu uns kommen oder auch einfach nur anrufen. Und dann haben wir auch noch Psychotherapie wirklich vor Ort. Das läuft jetzt gerade wegen Corona über das Programm Therapy, also auch online. Aber es ist mittlerweile auch wieder möglich, wirklich das live zu machen. Genau, und da ist wichtig zu wissen, für euch als JugendarbeiterInnen, dass das für Mädchen von 15 bis 18 bei uns kostenlos ist. Also Mädchen von 15 bis 18 können das in Anspruch nehmen. Für junge Frauen über 18 ist es auch recht günstig. Also 50 Euro ist, glaube ich, oder 55 Euro ist der höchste Tarif und da kann man auch runtergehen. Aber unter 15 kann man es leider nicht machen, weil es ist dann eine andere Art von Therapie sozusagen. Ja, das ist ein bisschen was zu so Angeboten, die ganz gut sind zu wissen vom Frauengesundheitszentrum, sage ich nur immer dazu. Wenn es dazu irgendwas Fragen gibt, gerne auch jederzeit natürlich in den Chat schreiben. Ich sehe gerade, da ist schon eine Frage. Gilt das auch für Mädchen außerhalb von Graz? Ja, genau. Also wir sind
für die gesamte Steiermark zuständig. Und das gilt, also das läuft jetzt nicht über die Stadt Graz irgendwie oder so gefördert. Also es gilt für alle Mädchen von 15 bis 18. Genau. Derzeit ist der Vorteil natürlich eigentlich sogar mit der Online-Geschichte, dass es natürlich viel zugänglicher ist, also auch die Beratungen und die Psychotherapie, weil man nicht nach Graz fahren muss. Theoretisch auch von außerhalb der Steiermark, ne, wäre momentan eine Beratung möglich. Wobei es gibt ja in den Bundesländern auch jeweils ein Frauengesundheitszentrum. Ja, soweit von mir. Heute geht es ja um das Thema Reden über Sexualität, Reden über Sex mit Jugendlichen. Und ich habe jetzt gedacht, weil wir auch recht viele sind, dass wir vielleicht gleich mal mit einer Reflexion einsteigen, weil ich das immer ganz wichtig finde, wenn man mit Jugendlichen über Sexualität oder Sex redet, mal für sich selber klar zu haben, was ist das eigentlich für mich? Und ich werde jetzt, wenn ich das darf, glaube ich schon, oder? Kann ich meinen Bildschirm teilen? Oder musst du, Johannes, mir dein Verständnis geben? Muss ich dir die Berechtigung geben? Warte mal kurz. Ich versuche das schon. Seht ihr das schon? Also Bildschirm teilen kannst du schon. Okay. Ach, du wolltest schon in die Räume gehen. Nein. Genau. Ihr seht das alle, sonst meldet ihr euch beim Johannes im Chat, wenn ihr irgendwas nicht seht. Genau, ich habe mir gedacht, wir starten mit diesen Fragen ein bisschen. Also was ist überhaupt Sex? Was würdet ihr für euch als Sex bezeichnet? Also wann würdet ihr sagen, ich habe gestern Sex gehabt? Was ist demgegenüber vielleicht für euch Sexualität oder was gehört da alles dazu zu Sexualität? Und auch so ein bisschen, was ist sexuelle Bildung? Also welche Themen gehören da dazu? Wer macht alle sexuelle Bildung? Und wie? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr vielleicht was zum Schreiben habt entweder oder ihr überlegt es für euch mal so kurz persönlich durch. Ich würde sagen, ich würde euch sonst so 4-5 Minuten geben, wenn das passt, zum Überlegen. Und wir könnten dann theoretisch auch ausprobieren, eben solche Breakout-Sessions zu starten, sodass ihr in kleineren Gruppen untereinander drüber reden könnt. So, willkommen zurück. Nur falls es ein Missverständnis gegeben hätte, keine Angst, alles, was ihr besprochen habt in den Breakout-Sessions, ist natürlich nicht aufgenommen worden. Gell? Das wird nicht aufgenommen, gell? Also keine Angst. Genau. So, sind alle schon wieder zurück? Siehst du das? Jojo? Entschuldige, ja, alle wieder zurück. Ja. Ja, okay, passt. Ja, ich hoffe, das war zumindest ein bisschen spannend oder es ist irgendwas vielleicht für euch rausgekommen. Wenn ihr wollt oder wenn irgendeine Gruppe was besonders Interessantes hatte, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben, dann würden wir es für alle nochmal vorlesen. Oder wenn schon irgendwelche Fragen entstanden sind, natürlich auch gerne. Ihr könnt natürlich auch was laut sagen, wenn ihr wollt. Ihr macht es mit Aufzeigen, gell? Oder sonst. Wir können auch gerne einfach rein. Ihr könnt auch einfach rein. Genau, das geht auch. Und sonst, wenn keine Gruppe irgendwas teilen will, dann mache ich einfach weiter. Das heißt, du beobachtest das ein bisschen, ob irgendwas im Chat kommt und ich mache einfach mal sowieso weiter und genauso. Also jetzt vorgeschlagen eben, für alle, die Fragen haben, vielleicht auch aus der Praxis oder die quasi, wenn die Hanna was bringt vom Thema her, wenn da Fragen entstehen, dann jederzeit bitte gerne in den Chat und ich grätsche dann hinein und werde die Frage dann stellen.
Genau. Okay, dann und die Grätsche ist schon da. In einer Gruppe ist nämlich quasi ein Ergebnis gekommen, so auf der Art, was ist Sex? Und die Antwort ist Intimität, Zärtlichkeit, Körperlichkeit, Gefühl, Liebe. Mhm. Bei was ist Sex oder was ist Sexualität? Was ist Sex? Bei Frage 1, ja. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel spannend, weil, also vorher hat ja jemand dazu geschrieben, als Sex würden sie den körperlichen Akt bezeichnen. Und dann ist es zum Beispiel, also gerade wenn man mit Jugendlichen redet, ist es für Jugendliche oft nicht so klar, wo jetzt Sex zum Beispiel anfängt. Also ist jetzt Sex, wenn ich, ist Oralsex auch Sex? Oder ist es, also es gibt sogar solche Fragen bei Jugendlichen wie, ist es Sex, wenn ich mir einen Tampon einführe? Einfach weil das nicht ihnen klar ist, okay, ist es immer Sex, wenn ich irgendwas zum Beispiel in meine Scheide stecke? Das kommt ganz oft bei Mädchen, weil das so aus den Medien irgendwie vielleicht oft sie das Gefühl kriegen, okay, Sex ist, wenn ich was in meine Scheide einführe. Und sowas ist zum Beispiel ganz wichtig, dann, wenn man darüber redet, sich klar zu sein, dass da nicht alle die gleiche Definition haben. Mhm. Und deswegen auch bestimmte Fragen entstehen. Zum Thema sexuelle Bildung ist noch eine Antwort gekommen in einer Gruppe, wo es eben quasi ein Versuch einer Definition, dass es mehr oder weniger, oder Definition stimmt eigentlich überhaupt nicht, was ich da gesagt habe, aber das hat mehr oder weniger sexuelle Bildung heutzutage hauptsächlich oder sehr oft übers Internet passiert, dass da oft ungeeignete Dinge natürlich vermittelt werden, dass es aber auch über Zeitschriften, über Schulen und über Eltern passiert und dass es der Meinung der Gruppe nach grundsätzlich mehr für Mädchen gibt als für Jungs, was jetzt eine zielgerichtete sexuelle Bildung ist. Okay. Mhm. Und ergänzend von einer anderen Gruppe noch quasi, dass sexuelle Bildung natürlich auch Gespräche innerhalb der Peergruppe, also in der Peergruppe von Jugendlichen passieren kann. Passiert. Ja. Genau. Ich habe da noch einen Kommentar gesehen, dass es oft ein heteronormativ geprägtes Bild von Sexualität gibt. Genau, also das sieht man zum Beispiel an solchen Sachen, wie wenn Mädchen fragen, ob das Sex ist, wenn sie sich einen Tampon einführen. Weil das ist eben klar, also ein ganz heteronormatives Bild von Sexualität, nämlich eben Penetration, egal durch was, ist dann Sex. So quasi, ja. Also das hat ganz viel mit diesem heteronormativen Bild zu tun. Ich würde jetzt noch mal kurz meinen Bildschirm teilen, aber du kannst natürlich jederzeit wieder was sagen. So, teilen. Genau. Also es gibt eben auch zu dem Thema der Unterschied zwischen Sex und Sexualität. Also Sexualität ist natürlich ein wesentlich, wesentlich größeres Thema. Da gibt es eben eine Definition nach Uwe Sielert, die eben verschiedene Aspekte von Sexualität beleuchtet, um eben zu zeigen, wie breit das Thema eigentlich ist. Also es gibt eben diesen Lustaspekt, diesen Aspekt von Befriedigung, von einem befriedigenden Sexualleben, ob mit sich selbst oder mit anderen. Sexualität als Thema hat aber auch dann diesen ganz großen Beziehungsaspekt, wo es eher um so Sachen geht wie eben, was ist eine gute Beziehung, auch vielleicht nicht nur jetzt um sexuelle Beziehungen, sondern auch um Freundschaften, überhaupt um Berührungen zwischen Menschen, solche Dinge. Dann gibt es den Identitätsaspekt, da fallen zum Beispiel auch diese ganzen Themen rein wie sexuelle Orientierung, wer bin ich eigentlich, also was ist meine Sexualität, was verstehe ich selber eben auch unter Sex, was möchte ich auch von meiner Sexualität, was wünsche ich mir davon, worauf stehe ich, solche Dinge. Und eben dann, und das ist so oft der biologische Fokus auch im Schulunterricht, ist eigentlich dieser Fruchtbarkeitsaspekt. Also dieses, wie werde ich schwanger oder wie werde ich nicht schwanger, also Verhütung vielleicht auch noch, wie funktioniert Schwangerschaft, wie das ist eben dann fokussiert auf das Thema, okay, ein Kind entsteht durch Sexualität. Und für Jugendliche sind natürlich diese vier Aspekte nicht immer
nicht immer gleich bedeuten und es ist total altersabhängig, welcher von diesen Aspekten gerade vielleicht im Fokus steht, auch bei Ihren Fragen. Zum Beispiel der Fruchtbarkeitsaspekt, ich meine schon bei der Verhütung, aber der Fruchtbarkeitsaspekt ist vielleicht für Jugendliche oft noch nicht so stark da, weil sie eben noch nicht Eltern werden wollen. Ich habe dann auch noch Themen sexueller Bildung aufgeschrieben, also gerade letztes Jahr durch diesen Teenstar-Skandal und die Debatten, die dann auch in den Medien und in der Politik entstanden sind über die sexuelle Bildung, hat eben dann auch unter anderem bewirkt, dass wir als Netzwerk Sexuelle Bildung Steiermark eine Argumentationsgrundlage geschrieben haben für sexuelle Bildung, für professionelle sexuelle Bildung und eben da auf ganz viele internationale und europäische Standards zurückgegriffen haben, die es eigentlich schon gibt. Und hier unter anderem hat der United Nations Populations Fund eben eine Auflistung getroffen, die so zitiert wird in dieser Argumentationsgrundlage, welche Themen eigentlich alle zu sexueller Bildung gehören sollen, wenn diese umfassend ist. Und der UNFPA definiert es auch wirklich so, dass eine sexuelle Bildung Kindern und Jugendlichen umfassende und korrekte Informationen in diesen Bereichen bieten muss, weil es sonst nämlich das in der Kinderrechtskonvention festgeschriebene Recht auf Information verletzt. Und an dieser Auflistung von Themen sieht man auch gut, wie breit sexuelle Bildung eigentlich ist. Also das hat jetzt nicht nur vordergründig eben mit Sex zu tun, mit einem körperlichen Akt, sondern mit ganz vielen anderen Dingen, wie eben Menschenrechte und Werte, Gendernormen, Sexualität und Sexualverhalten. Das wäre eben das Engere, was viele Leute zuerst denken, wenn sie sexuelle Bildung hören. Dann eben das Thema Konsens, wie treffe ich überhaupt Entscheidungen für mich selbst. Natürlich das Thema sexueller Missbrauch oder eben die Prävention von sexuellem Missbrauch. Diversität, ganz grundsätzliche Dinge wie Anatomie, ist auch nicht immer so selbstverständlich, dass da korrekte Informationen gegeben werden, auch zum Beispiel im Schulunterricht. Pubertät, menschliche Reproduktion, eben Beziehungen wirklich aller Art und so weiter und so fort. Also ihr könnt es eh selber lesen. Die BZGA, das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland, geht sogar noch ein bisschen weiter und ergänzt die Themen dann noch, die in der sexuellen Bildung eben auch wichtig sind, wie positives Körper-Selbstbild, Akzeptanz von Gefühlen, Zärtlichkeit und Lust etc. Wenn euch das interessiert, also wirklich mal so gesammelt auch die so evidenzbasierte Grundlagen und Argumente für oder gegen sexuelle Bildung zu lesen, dann gibt es eben da diesen Link, also diese Argumentationsgrundlage, die wir letztes Jahr verfasst haben. Die ist wirklich sehr umfassend und ist auch nach Themenbereichen ein bisschen geordnet, wenn man da gerade irgendwie politisch oder zur Argumentation auch was braucht. Aber das jetzt nur als Eindruck. Genau, da sind wir schon bei den Beispielfragen. Ich gehe noch mal kurz zurück. Und wer macht jetzt sexuelle Bildung? Ja, also eigentlich machen wir ständig sexuelle Bildung. Also alle, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die Eltern fangen natürlich damit an. Da geht es auch ganz viel darum, wie wird zum Beispiel überhaupt Körperlichkeit gelebt im Elternhaus. Also wie wird mit Nacktheit umgegangen zwischen Familienmitgliedern oder wie mit Berührungen, wie wird über Körper gesprochen, also es geht natürlich auch um Schönheitsideale, was wird da vermittelt von den Eltern und das Gleiche trifft eben auch für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter zu, also allein wie ihr selber eure Geschlechterrolle zum Beispiel lebt oder euch anzieht oder eben selber sprecht über eure Körper, das ist auch schon ein Teil von sexueller Bildung, also das Jugendliche eben ständig mitbekommen. Genau, und ihr habt recht, also untereinander läuft natürlich auch ganz viel sexuelle Bildung. Nicht immer mit korrekten Informationen. Das Internet ist für Jugendliche eine ganz, ganz wichtige Quelle. Studien ergeben immer wieder, dass gerade für Jugendliche mit Migrationshintergrund das Internet noch eine stärkere
Quelle ist. Und auch die Schule natürlich. Die ist auch ganz wichtig. Und umso besser ist es eben, wenn wirklich alle Organisationen und alle Akteurinnen und Akteure, sage ich jetzt mal, da ineinander greifen können ein bisschen, um eben so eine umfassende sexuelle Bildung zu gewährleisten. Und wenn man da auch untereinander zusammenarbeiten kann zwischen den verschiedenen Instanzen. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Sonst würde ich nämlich sagen, dass entweder, also ihr habt jetzt schon selber Fragen aus eurer Praxis, die ihr gern besprechen würdet. Oder auch Fragen von Jugendlichen, die schon gekommen sind oder wo ihr nicht genau gewusst habt, wie darauf reagieren. Oder sonst würde ich eben euch einfach mal so Beispielfragen zeigen von Jugendlichen, die ich ganz interessant finde und drüber reden. Ja? Bis jetzt ist noch keine Frage im Chat. Das okay. Heißt, ich würde mal vorschlagen, Hanna, wenn du vielleicht mit der ersten anfängst und vielleicht kommt dir dann was. Mhm. Passt. Ich tue sie mal alle auf den Bildschirm. Das sind jetzt einfach so ein paar Beispiele, über die wir reden könnten. Also was steht da dahinter und wie kann man solche Fragen beantworten? Was beschäftigt da Jugendliche dran? Jetzt einfach mal durchlesen. Genau, also gerade zum Beispiel bei so einer ersten Frage, wie küsst man richtig? Das zeigt zum Beispiel, was kann man falsch machen auch. Das zeigt ganz stark, dass Jugendliche sich oft so eine Anleitung wünschen eigentlich, wie wir Erwachsenen auch. Also wir kennen das sicher von uns selber auch, dass man sich oft, dass man oft gerne so einfach wissen würde, wie es geht, so Schritt für Schritt. Und das ist was ich ganz häufig in den Workshops zum Beispiel sagen muss oder sage, wenn es um Sex oder Sexualität geht, dass es da keine Anleitung gibt, sondern also dass Erwachsene auch nicht immer wissen, wie das genau richtig geht, sondern dass das auch was ist, was man ausprobieren kann, aber nicht muss. Das ist alles optional und was auch sicher zum Beispiel gerade beim Küssen mit jeder Person wieder ein bisschen anders ist, mit jeder Partnerin und jedem Partner. Vielleicht muss man sich auch ein bisschen eingrooven, sozusagen mit jeder neuen Person. Und das ist nicht von Anfang an richtig und dann geht das eben genauso. Oder vielleicht klappt es auch von Anfang an und man hat einfach so ein Gefühl für die Person und es ist ganz, ganz toll. Und bei der Frage, was kann man falsch machen, die kommt auch ganz, ganz häufig. Und da geht es ganz viel um so eine Beruhigung einfach so. Es gibt keine sozusagen groben Dinge, die man falsch machen kann, solange man mit der Partnerin oder mit dem Partner eben spricht und auch auf die Gefühlsreaktionen der Personen achtet gut, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und selbst wenn mal ein Kuss jetzt daneben geht, jetzt vom Gefühl her oder man denkt sich, boah, das war jetzt aber nicht so toll, dann ist es vielleicht beim nächsten Mal besser. Und man kann auch drüber reden und sagen, hey, das mag ich eigentlich nicht so gern, wenn du da mir über die Lippen schlägst oder ich weiß nicht, das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder eben auch Wünsche äußern. Genau. Dann haben wir eine ganz, ganz süße Frage, eine meiner Lieblingsfragen, die als zweite Frage da steht. Kann Sperma kriechen? Da muss man sich dann schon manchmal selber sozusagen am Riemen reißen, dass man da nicht zu lachen anfängt.
Weil natürlich ist es total wichtig, also gerade wenn Jugendliche sich trauen, über so ein total intimes Thema zu reden und auch so Fragen zu stellen, ihnen das Gefühl zu geben, es gibt keine blöden Fragen. Sie dürfen wirklich alles fragen und man nimmt sie ernst in dem, was sie fragen. Kann Sperma kriechen? Da geht es einfach wirklich um diese Vorstellung, okay, also das war ein relativ junges Kind oder Jugendlicher und okay, sie haben gehört, Sperma kann sich bewegen und die Frage, die dahinter liegt, ist eben, kann zum Beispiel, wenn jetzt Sperma irgendwo hinkommt oder die Angst, die dahinter liegt, hinter dieser Frage, also wenn zum Beispiel ich jetzt Sperma auf meinen Oberschenkel bekomme, kann das dann in meine Scheide kriechen und kann ich dann trotzdem schwanger werden? Also das stand hinter der Frage. Ganz oft, wenn so Fragen kommen eben von Jugendlichen, geht es darum, wirklich sich zu überlegen, was steht eigentlich hinter der Frage. Also man kann versuchen, sie ganz konkret zu beantworten zuerst mal. Also Sperma kann nicht kriechen. Und eben die korrekte Information dazu zu geben, aber sich dann auch nochmal zu überlegen, warum ist diese Frage gestellt worden? Also was ist da eben noch dahinter? Es gibt Fragen, da sind wirklich ganz viel Denkprozess dahinter von den Jugendlichen oder ganz viel Sorgen. Oh, darf die Maus nicht berühren, dann springt es. Ja, jetzt kann ich leider nicht zwei Folien gleichzeitig zeigen, weil ich hätte sonst anhand dieser Fragen gleich gezeigt, was so Tipps sind, die man im Gespräch beachten kann. Aber vielleicht, also wenn es auch bisher keine Fragen oder Anmerkungen oder Wünsche gibt, welche Themen ich besprechen soll, dann gehe ich einfach zuerst so die Beispielfragen durch. Und ihr könnt euch jederzeit eben auch einmischen, auch laut natürlich. Kann man sterben, wenn zwei Männer eine Frau ficken? Das ist auch eine Frage, die eben schon auch darauf hinweist, dass die Jugendlichen vielleicht auch mit Pornografie in Kontakt waren oder eben Pornos geschaut haben. Und da gesehen haben, wie eben zum Beispiel zwei Männer mit einer Frau Sex haben und sich jetzt fragen, ob das auch gefährlich sein kann oder schädlich sein kann. Und ich darf wirklich nicht ankommen, es tut mir leid. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt kommen Kommentare, glaube ich, in den Chat, aber Hannes wird es uns gleich sagen. Und wo man vielleicht auch nicht nur jetzt über diese konkrete Frage, also kann man sterben an Sex, was gar nicht so leicht ist, weil natürlich kann man an allem sterben, ja, es kommt immer auf das Wie an, aber gerade bei solchen Fragen zum Beispiel ist es jetzt nicht zu empfehlen, da groß auszuholen und dann vielleicht drüber zu philosophieren, wann man beim Sex sterben kann oder so, oder was da passieren kann, wenn zwei Männer mit einer Frau Sex haben. Ja? Und gleichzeitig auch nicht zu sagen, dass das überhaupt nicht erlaubt ist, weil wenn alle, die daran beteiligt sind, das gerne möchten und eben einen Dreier haben möchten, dann ist das ja okay. Ja? Und wenn sie alle aufeinander gut achten und sich eben nicht wehtun dabei, dann werden sie auch nicht dran sterben. Aber schon auch das Thema eben aufzugreifen, dass das natürlich auch als gewaltvoll erlebt werden kann, gerade wenn Jugendliche Pornos sehen. Und das steht auch sicher hinter dieser Frage dahinter, dass sie da was gesehen haben und das für sich selber nicht einordnen konnten und das ihnen eher Angst gemacht hat, dass sie eben auf dieses Sterben kommen. Wolltest du was sagen, Johannes? Ich wollte was fragen, eigentlich, was von mir auch kommt und was also ein bisschen in die zur letzten Frage passt. Ich glaube, was auch sehr herausfordernd ist bei dem Thema, ist, dass man ja von sich selbst dann auch relativ schnell, relativ viel preisgeben
Klammer auf, kann, Klammer zu. Gibt es da irgendwie so eine Richtlinie, die du quasi empfehlen könntest, wenn ich mit Jugendlichen über das Thema Sexualität rede? Wie viel gebe ich jetzt von mir selber preis? Oder? Eine Richtlinie gibt es nicht. In diesen ganzen Dingen, da ist man natürlich in einem Graubereich. Ich finde es mal ganz wichtig, dass man den Jugendlichen schon klar sagt, hey, ich habe auch meine Grenzen. Genauso wie ihr eure Grenzen habt und wie ihr mir nicht irgendwelche Dinge über euch erzählen müsst, und ich werde euch auch nicht dazu irgendwie zwingen oder überreden, mir irgendwas zu erzählen. Genauso habe ich auch Dinge, über die ich vielleicht nicht so gerne rede oder die ich nicht mit euch teilen will, weil das was Privates ist und was Intimes. Und das verstehen sie oft sehr gut, wenn man da auch so drüber redet und sagt, hey, da ist jetzt einfach meine Grenze. Nur wie meine Grenze ist, auch vielleicht an dem konkreten Tag oder wo meine Grenze ist, das ist bei mir auch eher unterschiedlich. Also ich war am Anfang, wie ich angefangen habe als Sexualpädagogin, war ich zum Beispiel wesentlich strenger damit, mit meinen Grenzen. Also ich hatte da schon so für mich die Regel, ich erzähle eigentlich gar nichts Persönliches über mich. Und sage das auch den Jugendlichen am Anfang, dass das nicht dahergehört und dass ich eben, dass da meine Grenze ist und sie dürfen über alles mit mir reden und so, aber ich möchte nicht über meine Sexualität mit ihnen sprechen oder über mein Beziehungsleben. Mittlerweile, weil ich einfach auch selber durch die Erfahrung besser damit umgehen kann und mir da auch mehr zutraue, das sozusagen besser zu navigieren, erzähle ich wesentlich mehr von mir. Aber ich passe trotzdem auf, dass es nichts ist, wo ich sozusagen dann zum Vorbild werde. Weil also auch wenn es ein gutes Vorbild wäre, aber als Sexualpädagogin hat man den Vorteil, dass man relativ schnell schon meistens als relativ cool angesehen wird, weil man so offen über Sexualität redet. Und eben auch so die Wörter benutzt, die Jugendlichen benutzen. Das habt ihr vielleicht als Jugendarbeiterinnen eh auch oft, ja. Also, dass die schnell dann auch vielleicht auch fast so ein freundschaftliches Gefühl zu einem haben. Und dann aber auch, also ich möchte auch nicht, dass sie zum Beispiel dann denken, sie müssen das so wie ich machen, weil ich bin ja cool und am besten sie machen es dann so wie ich. Sie haben zum Beispiel dann Sex, wenn ich Sex in dem Alter, in dem ich Sex gehabt habe. Also da muss man einfach sehr aufpassen. Das heißt, bei allen Dingen, wo ich mir denke, okay, da könnte es jetzt irgendwie problematisch sein, dass das auch einen Druck auf sie ausübt, wenn ich was Persönliches von mir erzähle, mache ich das eigentlich nicht. Oder navigiere das dann, indem ich so zurückfrage oder einfach mit ihnen so die Kurve kratze, indem ich mit ihnen über das Thema rede, einfach auch. Oder was meine Meinung dazu ist. Eher dann so, das so umgehe. Aber bei anderen Sachen, zum Beispiel gerade wenn es um die Menstruation oder den Zyklus geht, bin ich mittlerweile sehr offen. Weil ich da merke, dass das den Mädchen zum Beispiel extrem gut tut, dass eine Frau mit ihnen da auch ihre Erfahrungen teilt und dass das mehr so eine Vorbildfunktion in die Richtung hat, ja, da kann man drüber reden, da kann man unter Frauen auch Sachen austauschen, da ist man nicht alleine damit. Genau. Ja. Und auf die Frage, ob mir Sex Spaß macht, habe ich auch schon ja gesagt. Weil das auch nicht sowas ist, so, also es, ich sage dann eher dazu, ja, das macht mir Spaß, weil sonst würde ich es nicht machen. Also, und wenn man Sex hat, dann soll es einem sozusagen Spaß machen. Das, und bringt es damit eher auf seine allgemeine Ebene. Ja. Aber zum Beispiel die zweite Frage, was da vielleicht auch noch dazu ist, was ist deine Lieblingssexstellung? Die würde ich zum Beispiel natürlich nicht beantworten. Und ich sage auch dazu, dass ganz viele Leute keine Lieblingssexstellung haben, weil sich das halt immer ändert. Und dass es auch nicht so drauf ankommt, überhaupt bei dieser Frage nach Sexstellungen, was es alles gibt,
dass die meisten Erwachsenen das nicht so machen, dass sie sich vornehmen, okay, heute machen wir die und die und die Stellungen, sondern dass Sex auch was ist, was viel mehr so einfach auch in Bewegung ist. Und da ist nicht so, okay, jetzt ist das, dann ist das, dann ist das, sondern das ist so im Fluss im besten Fall. Und es geht gar nicht so sehr um so dieses Stellungen-Ding. Ja. Was in der Corona-Zeit jetzt ja quasi auch war, ist ja unter anderem, dass die Bravo ihr Archiv geöffnet hat. Und da ist mir was aufgefallen, was mir eigentlich auch schon vorher schon so vorgekommen ist, dass trotz dieser ganzen neuen Medien und Pornografie und Online-Zugang zu Sexualität, sage ich jetzt einmal, dass der leicht, viel leichter geworden ist, vielleicht das einmal war, dass die Fragen, die Jugendliche haben, trotzdem nach wie vor die gleichen sind, wie sie mal waren, oder? Ist das ein falscher Eindruck oder würdest du das bestätigen? Dass Fragen die gleichen geblieben sind? Ja, also ich denke mir, die Hauptfragen, so wundert mich oft selbst, bleiben immer die gleichen. Ja. Also ganz viel geht es natürlich darum, so wie führe ich eine gute Beziehung oder wie komme ich mit einer anderen Person zurecht? So quasi. Darauf basieren ganz viele, viele Fragen und natürlich auch auf so Unsicherheiten. Wenn ich was zum ersten Mal mache, natürlich bin ich da unsicher und würde gern wissen, wie das geht. Also das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, weil es ist vielleicht heutzutage sehr, sehr viel sozusagen Anleitungsmäßiges im Internet verfügbar, aber das hilft mir auch nicht wirklich, weil das ist, das macht vielleicht sogar noch mehr Druck, eben diese Flut an Informationen und dieses, okay, müsste ich das vielleicht auch noch ausprobieren oder müsste ich das mögen oder gehört das dazu und bin ich da jetzt irgendwie hinten dran? Also das macht eher diesen Druck dann wieder. Was vielleicht früher eher das war, ich habe gar keinen Zugang zu Informationen und weiß gar nicht, wie das, was da abgeht. Aber es ist trotzdem noch die gleiche Frage, wie geht's eigentlich? Oder wie kann ich damit umgehen? Ja. Sich wenig geändert. Genau. Gibt es eigentlich irgendwie so Volksweisheiten oder falsche Mythen rund ums Thema Sexualität, die bei Jugendlichen vorherrschen, die man vielleicht, wo man vielleicht proaktiv gleich sich vorbereiten kann? Da gibt es irgendwas, keine Ahnung. Sie haben mal gehört, dass so quasi doppelter Schutz durch zwei Kondome benutzen und ja, einmal abwechselnd nehmen und solche Geschichten. Genau, also es gibt schon viele Mythen, aber das ist von Gruppe zu Gruppe total unterschiedlich, was dort halt gerade kolportiert wird oder was sie da irgendwie gerade gelesen haben. Also bei Verhütung gibt es natürlich einige so Mythen. Da gibt es von euch auch einen Podcast und ein Video dazu mit Wenzel und mir. Also Wenzel von einer Männerberatung und mir. Ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht ist allerdings, aber es gibt oder wird von Logo etwas geben zu dem Thema Verhütungsmythen. Kann man gleich Werbung machen für das Nächste. Was sich vielleicht auch, das ist jetzt kein Mythos in dem Sinn, aber was sehr hartnäckig ist, ist dieses irgendwas müssen. Also das ist was man ganz, ganz oft sagen muss, zum Beispiel in einem Workshop und was sich vielleicht in der Frage widerspiegelt, da unten muss man den Penis seines Freundes anfassen. Nein, man muss gar nichts. Also bei Sexualität geht es immer einfach um ein Dürfen und ein Können, aber nie um ein Müssen. Das sag ich ganz oft, das ist was man vielleicht immer wieder erwähnen kann. Es gibt Menschen, die sind in einer Beziehung und haben keinen Sex zum Beispiel. Und das heißt, zu einer Beziehung gehört nicht unbedingt, dass man Sex hat und auch nicht, dass man Penisse anfasst oder sonst irgendwas. Also das darf man, nichts darf man eigentlich voraussetzen, sondern es geht immer darum, was wollen zwei Menschen, die da miteinander in einer Beziehung sind oder auch mehr Menschen, die miteinander in einer Beziehung sind. Und da rege ich die Jugendlichen so ganz viel dazu an, dass man da eigentlich viel drüber redet, über diese Dinge.
Im Chat ist jetzt eine Frage gekommen, nämlich rund ums Thema oder rund um das Wort pervers. Und zwar mehr oder weniger geht es darum, wenn Kinder jetzt das Wort nutzen, ist anscheinend, ich hoffe, Maria, du kannst mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch interpretiere. Aber Kinder haben das Wort pervers quasi verwendet und quasi die Frage dahinter, was ist da das Schlimme am Wort pervers? Das Kind fragt, was ist das Schlimme am Wort pervers, oder? Genau, also mehr oder weniger habe ich es so interpretiert, dass halt quasi dass da eingegriffen worden ist, wie das Wort pervers gefallen ist in dem Zusammenhang. Und die Antwort, also die Frage von den Kindern hat dann darauf gelautet, was ist so schlimm dran am Wort pervers? Naja, vielleicht, also ich frage dann eben oft zurück, ja, was wolltest du denn damit sagen, mit dem Wort pervers zum Beispiel? Also was bedeutet das für dich oder was war das jetzt für ein Label für die Aktion? Und wenn dann sowas kommt, wie sehr viele Leute verwenden, das Wort pervers auch etwas ist nicht normal, dann da eben drüber zu reden, ja, okay, aber wenn du jetzt jemanden sagst, dass das, was die Person tut, nicht normal ist, da dann eben weiterzureden. Also ist das okay, das zu sagen? Weil geht dich das jetzt zum Beispiel momentan überhaupt was an, wie die Person das lebt oder sagt? Oder ich meine, kann man dann auch noch gleich ein bisschen aufbrechen, was das Wort normal bedeutet? Oder woher das kommt? Eben von einer Norm. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die man nicht immer nach der Norm macht. Und das ist auch okay. Eine weitere Frage im Chat, da geht es um das Grenzensetzen von Jugendlichen. Wie kann man jetzt zum Beispiel jemanden darin stärken, einen Jugendlichen darin stärken, seine eigenen Grenzen setzen zu können oder leben zu können? Wie kann man sie dabei unterstützen, Nein zu sagen zu können, zu stärken? Ja, mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Also natürlich auch selber Grenzen zu setzen und da irgendwie ein Vorbild zu sein. Dann andererseits immer wieder das dazu zu sagen, auch bei Angeboten, die man selber macht, mit ihnen eben zu besprechen, was ist davon freiwillig und was heißt das, wenn was freiwillig ist. Und das auch als Jugendarbeiterin oder auch eben als Sexualpädagogin. Ich muss das zum Beispiel im Workshop auch aushalten, wenn dann Jugendliche sagen, na, ich möchte da eigentlich nicht mitmachen, weil ich habe ihnen zum Beispiel am Anfang freigestellt oder habe das zu ihnen gesagt, dass es eben, weil es um Sexualität geht und weil das was Intimes ist, dass das grundsätzlich alles im Workshop freiwillig ist. Und dass sie das auch ganz klar sagen können, wenn ihnen was zu viel wird. Aber das muss ich dann auch aushalten als Pädagogin sozusagen, dass sie das dann sagen und dass sie dann sagen, na, ich mache das jetzt nicht mit. Ja. Und auch immer wieder zum Beispiel, auch wenn man Übungen macht oder so, dazu zu sagen, ja, da muss jetzt niemand was sagen, aber ihr könnt alles sagen. Also das ist sehr viel Offenheit zu zeigen. Das ist manchmal sehr schwierig, weil sie das auch nicht gewohnt sind, also gerade so aus der Schule, dass sie sich da selber so viel Freiheit nehmen, aber das finde ich zum Beispiel total wichtig für so einen Safe Space auch mit und das zu lernen, dass man selber dann Grenzen setzt und selber sagt, hey, okay, das geht mir jetzt zu weit. Und immer wieder natürlich auch zu betonen, so, hey, mein Körper, da kann ich drüber entscheiden, was ich mit meinem Körper tue. Und das geht eigentlich niemanden anderen was an. Und solange mir was angenehm ist, ist das voll okay. Da spielen auch so Themen wie zum Beispiel Selbstbefriedigung rein. Ja. Weil da gibt es immer auch noch ganz viel Mythen drumherum, weil du vorher gefragt hast, so dass Selbstbefriedigung ungesund ist oder irgendwem auch pervers oder so irgendwas. Gerade für Mädchen ist das ein großes, großes Tabu, wo man eben auch, also da rede ich zum Beispiel sehr viel drüber mit ihnen, über das Thema so, was lasse ich andere machen an mir und was darf ich selber an mir machen?
Weil ganz viele Mädchen zum Beispiel würden sich nie selber angreifen oder zum Beispiel sagen, nein, ihnen ist es eigentlich schon zu viel, sich einen Tampon einzuführen, weil dann müssen sie ihre Scheide anfassen, aber sie überlegen gleichzeitig, mit einem Burschen Sex zu haben. Wo dann irgendwie man oft merkt, okay, da ist was aber nicht ganz in Ordnung, ja, weil wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich mich selber anfassen kann oder dass ich selber meinen Körper jetzt auch abseits von Sexualität berühren kann, bin ich dann wirklich bereit, jemanden anderen das zuzugestehen. Und diese Grenzerfahrungen nur ergänzen, aus dem Chat vielleicht wieder, haben natürlich auch viel mit dem Selbstwert zu tun, beziehungsweise vielleicht in die Frage, als Frage formuliert, es steckt schon auch hier und da die Angst dahinter, mehr oder weniger dann quasi vom Partner nicht mehr gemocht oder geliebt oder von der Partnerin gemocht, geliebt zu werden. Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel Nein zum Sex sagt oder Nein zu gewissen Praktiken sagt oder so. Ja. Also das, wenn das kommt, sage ich ganz oft so, dass wenn man jetzt in einer Beziehung ist und man hat sich wirklich gern oder man hat sich wirklich lieb, dann will man ja meistens das Beste für die Partnerin oder den Partner. Und das würden dann auch die meisten Jugendlichen bestätigen und sagen, ja, sicher. Also wenn ich mit wem in einer Beziehung bin, wirklich, und ich liebe die Person, dann will ich natürlich, dass es der gut geht. Ja. Und das gibt mir ja auch was, dass es der Person gut geht und dass ihr das, was wir gemeinsam machen, gut tut. Also das ist ja für mich auch ein Lob sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit wem Sex habe und die Person hat einen Orgasmus oder so und das ist super toll, das gibt mir ja selber auch was. Und umgekehrt, wenn es der Person nicht gut geht dabei, was wir machen, oder wenn die Person da ständig über ihre Grenzen geht, dann ist das ja eigentlich für mich auch nicht wirklich ein was Positives. Also so rede ich oft mit ihnen drüber. Und das ist dann schon oft, dass sie sagen, ah ja, stimmt, okay. Eigentlich ist es klar. Sind jetzt eigentlich schon über der Zeit, aber eine Frage haben wir noch, beziehungsweise das war eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage von Nathanaela, die nämlich fragt, Tipps für Mädchen, die von ihrem Freund bedrängt werden, öfter miteinander zu schlafen, beziehungsweise ob überhaupt, also in dem Fall bedrängt, zu sagen eben, ich glaube, da ist die Antwort auch ganz gut, die du auch gegeben hast jetzt gerade. Ne? Genau, ja. Und eine letzte Frage vielleicht noch aus dem Chat zum Thema Sexsucht bzw. Pornografiesucht unter Jugendlichen. Ob du da selber auch schon darüber aufklärst, oder nicht schon, sondern ob du darüber aufklärst, oder ob das dann mehr oder weniger schon in eine psychologische Betreuung gehen sollte, beziehungsweise eben eine professionelle psychologische Betreuung eher. Ja, also würde ich schon sagen, wenn es jetzt wirklich um Sucht geht, also so, dass jemand wirklich das Gefühl hat, ich kann damit nicht aufhören oder ich komme da alleine nicht raus, dann geht es wirklich schon in eine sehr spezifische Beratungsrichtung. Also vielleicht nicht unbedingt Psychotherapie, wenn das irgendwie schlimm klingt für die Jugendlichen, aber oder sie da auch Vorteile oder haben gegenüber Psychotherapie oder Psychologe oder Psychologin, aber schon eine spezifische 1:1 Beratung, ne, wenn es um Sucht geht, wirklich. Ja, weil das kann man, glaube ich, im Rahmen von so einem Gruppending nicht wirklich gut lösen. Weil gerade wenn Jugendliche, also da ist es auch bei anderen Themen so, wenn so ganz, ganz spezifische Fragen manchmal kommen oder sich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche so ganz viel besser auskennt oder ganz viel mehr Pornos schaut als alle anderen, dann ist das oft für den anderen zu viel und für die anderen grenzüberschreitend, wenn es dann vielleicht größer diskutiert wird. Genau. Ja, Anna, die Zeit ist schneller rumgegangen als gedacht. Es ist schon
Wir sind schon nach der Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, dass du mit uns heute über das Thema gesprochen hast. Ich denke, du bist, falls Fragen auftauchen im Nachhinein, über die E-Mail-Adresse und auch über die Telefonnummer vom Frauengesundheitszentrum erreichbar. Beziehungsweise natürlich können Sie auch uns vom Logo die Fragen an die Hanna stellen. Wir leiten sie weiter. Und die Hanna wird sich dann mit euch in Kontakt setzen. Genau. Auch von meiner Seite an euch noch einmal danke, dass ihr dabei wart heute wieder. Die Erinnerung wie immer am Schluss. Falls ihr noch eine Teilnahmebestätigung braucht, bitte schon schreibt einfach in den Chat euren Namen und die E-Mail-Adresse, wo ihr die Teilnahmebestätigung hinhaben möchtet. Ein kleiner Literaturtipp noch, vielleicht für heute am Abend. Wir von den österreichischen Jugendinfos haben auch eine nicht sehr schlechte, sogar ziemlich gute Sexbroschüre rund ums Thema Sexualität für Jugendliche, die man kostenlos bei uns bestellen kann oder auch downloaden. Die ist wirklich empfehlenswert. Auf unserer Website logo.at/gesundheit ist die downloadbar. Schaut es euch an und verbreitet es. Ist sicher sehr, sehr empfehlenswert. Als letztes bleibt mir heute noch auf morgen zu verweisen. Morgen geht es ums Thema Upcycling. Nicht am Nachmittag, Achtung, sondern schon um 10 Uhr startet das Ganze. Aber dafür wieder an gleicher Stelle auf Zoom. Mich würde es freuen, wenn ihr dann alle wieder mit von der Partie seid und mit dabei seid. Ich sage noch einmal danke, einen wunderschönen Nachmittag. Auch heute haben wir wieder ein tolles Wetter. Genießt die Zeit und wir sehen uns morgen. Ich kann auch noch kurz einen Tipp geben, bevor du ausschaltest. Ich schalte aus. Ich bleib da. Genau. Aber wenn irgendwer noch mehr darüber erfahren will oder noch länger über Gespräche mit Jugendlichen reden will oder auch vielleicht in so Themenkomplexe nochmal eintauchen will, inputmäßig, es gibt nächsten Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr kostenlos eine Online-Fortbildung für Multiplikatorinnen eben auch zum Thema mit Jugendlichen über Sex und Sexualität reden, mit größerem Input. Auch zu zum Beispiel Gewaltprävention. Super. Im Frauengesundheitszentrum, also online. Super. Dann sage ich noch einmal danke und bis bald. Bis bald. Da. Marietta, Max, Galaxy A40, habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Oder seid ihr einfach nur nicht mehr da? Ja, ich habe nur gewartet, ob vielleicht noch was kommt. Dankeschön. Gerne, bis bald. Baba. Bis morgen.